Ich muss mich jetzt heute daran gewöhnen, dass ich jetzt ein Mikrofon in die Hand nehmen muss, um zu euch zu reden und damit man später dann im Video auch mich hört noch. Mhm. Weil sonst habe ich die Hände frei und kann immer ganz wilde Pantomime-Sachen machen. Das kann ich heute dann nicht. Nur mit einer Hand. Einarmige, genau. Also, meine Lieben, ich freue mich total, heute diese beiden wunderbaren Damen hier bei mir in meiner Disco-Küche begrüßen zu dürfen. Es gibt über sie leider keinen Pressebereich oder irgendwie so, weil das sind hier jetzt keine DJs oder die DJen, den Namen mag ich eigentlich nicht so, sondern die beiden haben mich über wunderbare Jahre begleitet in einem Laden, über den wir heute bestimmt ganz viel reden werden. Ne? Man könnte vielleicht schon drauf kommen, worum es geht. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Hallo Tanja, hallo Schola. Hallo Jochen. Ey, so geil. Ah, ja, wir haben also schon entspannten DJ-Workshop gemacht, wir haben schon entspannt gegessen. Super lecker. Ja. Danke nochmal. Komplimente an den uns, Koch. Und uns schon ein bisschen Mut angetrunken, auf jeden Fall, weil die beiden sind natürlich etwas aufgeregt, kann man ja auch verstehen, wenn man noch nie aufgelegt hat, dann ist das natürlich auch eine Sache, die dann erstmal ein bisschen spannend ist oder so. Ja, es sind auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Leute da. Oh, 18 Leute schauen schon zu. Hallo Dauma, hallo Biene, hallo, wer ist da noch alles dabei? Babs. 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 Ah, Domme ist am Start. Dominik! Solo-Projekt. Palim Palims. Gar nicht. Oh oh. Oh oh. ja, das wird hart. Ja, gut. Ich fange ja, also hier in dieser Disco-Küche geht es ja immer um die Musik und die musikalische Entwicklung und dann später endet das ja immer mit einem DJ-Set. So, und jetzt seid ihr ja keine klassischen Musiker oder DJs oder so, sondern wir haben uns ja im Nightlife kennengelernt. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich gerne wissen, was ihr so mit Musik, was für Berührungspunkte ihr habt. Und in der letzten Zeit ist meine erste Frage eigentlich immer so zur Eröffnung, so Musik ist für dich? Alles. Luft zum Atmen. Oh. Jede Menge Spaß. Ja, das ist schön. Also ich finde auch immer, dass die Musik einfach sehr verbindend ist. Ne? Ich meine, wir hätten uns ohne Musik auch nicht kennengelernt, weil ich als DJ da dann im Safo gearbeitet habe und ihr ja immer dafür gesorgt habt, dass wir super versorgt waren und einfach auch eine gute Laune verbreitet und so. Und wie fing das an? Wie seid ihr musikalisch so sozialisiert worden? Waren die Eltern sehr musikalisch? Genau, ihr müsst jetzt immer Schnick, Schnack, Schnuck machen. Nein, Musik, gut. Ich bin in einem sehr musikhörenden Haushalt aufgewachsen. Also wir sind jetzt nicht so musikalisch, dass man sagen würde, wir spielen Instrumente. Ich spiele auch leider keins. Aber ich bin mit sehr viel kulturell angehauchte Musik groß geworden, mit der Harmonia, mit der, also wir nennen es Tabla, mit den quasi wie Bongos Trommeln, klassisch afghanischer Musik tatsächlich und dann Bollywood, afghanische Volkskrankheit. Ah, okay. Und seit ich in Deutschland bin, mit westlicher Musik und Michael Jackson, ne? Michael Jackson. Ah, krass. Und bei meine dir so? Musik. Bei mir waren die ersten Berührungspunkte mit meinem Opa. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich noch nicht mal im Kindergarten. Da hat immer mit der türkischen Saz gespielt. Die haben unten gewohnt, wir hatten so Mehrfamilienhaus. Was ist eine Saz? Ist eine Gitarre? So eine Gitarre, so ein Seiteninstrument, das im türkischen Bereich, im orientalischen Bereich gespielt wird. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, immer wenn ich runtergegangen bin, wenn wir gebadet haben, so runter zu Opa halt. Ne? Und dann saß er da auf seine Matratze halt und hat dann halt mit der Saz gespielt. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Und ich fand das so toll, wie er gespielt hat. Und wenn er auch so im Freestyle gesungen hat und einfach losgespielt hat. Das waren so die ersten Berührungspunkte halt, ne? Bewusst. Okay, und dann irgendwann, ja, du hast es schon gesagt, dann kam Popmusik, also Michael oder so. Was war bei dir so der Radio? Ja, leider. Also die erste Single kommt gleich noch. Das kommt gleich noch. Nein, meine älteren Geschwister, ich habe halt zwei ältere Schwestern, einen älteren Bruder, die haben halt sehr viel Hip-Hop gehört, also so aus den 90ern, John Cicada und sowas. Das hat man so ein bisschen mitgehört halt, ne? Ja. So mitgefangen, mitgehangen, aber das war nicht so meins halt. Aber es hat man halt, man war gezogen, man hatte nur einen Fernseher im Wohnzimmer, okay. Einen Kassettenrekorder und
die Älteren hatten halt mehr Kraft, ne? Ja, also, ja. Da hatte man nicht so viel Mitspracherecht. Ja, das waren so die ersten Berührungspunkte. Auch so mit Hip-Hop, auch ganz viel Michael Jackson, Janet Jackson, wie gesagt, John Cicada. Ja, ja, die ganze Paula Abdul, also die ganze, ganze Truppe halt, ne? Ja, 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 geil. Krass. Ja, und jetzt erste Single, erste Platte. CD, Single, was habt ihr gekauft? Oder Kassette? Also wir hatten ja hier schon alle Formate. Also ne, in der Disco-Küche wurden wirklich schon alle Formate genannt, glaube ich. Bei mir war es 1991, da war ich 6 Jahre alt, Guns N' Roses, November Rain. Na, ja. Auf. Da gab es noch so einen Supermarkt an der Detmolder Straße, es hieß Dixie, jetzt ist es Marktkauf. Ja. Ja, ich war gerade in der Schule, konnte gerade kaum lesen und ich wusste, okay, das ist Guns N' Roses, November Rain, die ist es halt, ne? Ach krass, und als Maxi-CD? Als oder Maxi, was? Die habe ich noch, ja. Ach krass. Ja, das war die erste CD. Und? Das ist jetzt, also ne, ältere Geschwister, die den Musikgeschmack prägen, nennen wir es mal so. Ich glaube, die allererste, die wir tatsächlich bewusst als CD hatten, müsste das History-Album von Michael Jackson gewesen sein. Krass. Das war so die erste CD, diese goldene Doppeledition, CD. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe die sogar noch, Dangerous ist das von Michael Jackson, als Schallplatte. Mhm. Die habe ich noch. Das waren so die ersten zwei wirklich, wo ich gesagt habe, bewusst, das ist meine Musik. Krass. Aber ich bin ja auch Generation Mini-Playback-Show mit 4 Jahren. Kassettenrekorder an und kurze lockige Haare, Billie Jean Locke und hast du dann Michael nachgemacht? Ja. Ach krass. Generation Mini Playback Show, sag ich nur. Ja. Wäre das mal ein Traum gewesen? Oh, das Musik, ich kann keinen Ton halten, also ja. Ich kann so tun, als ob. Ich kann Playback bin ich, aber selber singen, nein. Ja, okay. Möchte keiner. Ja, ja. Bei dir war? So, hast du mal irgendwie Instrument, also irgendwie... Gitarre, also als ich klein war, erstmal kam das Klavier, also Keyboard habe ich von meinen Eltern gekriegt. Ja. Gitarre, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum ich keine Gitarre gekriegt habe. Weil ich glaube, es ging Richtung Rockmusik für meine Eltern. Okay. Und dann das erste Instrument, was ich gekriegt habe, war ein Keyboard. Und dann ein bisschen Unterricht gehabt. Ja. Und dann kam die Gitarre. Also ich kann nicht gut Gitarre spielen, ich gebe mein Bestes, ne? Und Aber um da einmal den Bogen zu schlagen oder so, du arbeitest ja, du bist Lehrerin, machst du dann auch Musikunterricht? Also machst ich du Unterricht dann auch mit Musik, den... ja. Ah ja, okay. Also, dann ist es natürlich gut, wenn du schon mal das ein oder andere Lied begleiten kannst oder so, ne? Ja, so lala. Es kommt okay. Ja. Ja. Ach krass, ey. Ja, wie ist das weitergegangen? Also jetzt die Anfänge haben wir eben, also hattet ihr dann auch so einen Freundeskreis, der dann auch diese Musik dann gehört hat? Also ich meine, Guns N' Roses mit 6, wie ist denn dann weitergegangen? Also hast du mit 7 schon Black Metal gehört? Oder nee, es ging oder dann ganz schnell in eine andere Richtung. Ging's eher, wir sind halt mehrere Kinder zu Hause und da war mehr Popmusik im Fokus. Dann kamen halt die ganzen Boybands und sonst was und irgendwann mal... in der Pubertät habe ich dann wirklich Metal und so für mich entdeckt. Hier Marilyn Manson, ganz groß für mich gewesen, eine Zeit lang. Ne? Ach, krass. Ja. Ich muss mal einmal nachfragen hier in den Chat. Hört man uns gut? Ist alles in Ordnung? Sieht man uns? Sagt ja, nein und wir müssen es unterbrechen. Ja. Ja, und dann, Pubertät, kleiner Emo, kleine Rockerin. Dann war es die ganze Zeit Rockmusik und bei der Rockmusik auch hängen geblieben, bis heute. Ja, und bei dir? Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr lange bei R&B, Black Music, Hip-Hop gewesen. Also für mich waren so P. Diddy, Puff Daddy, B.I.G., Mary J. Blige, 112, Keith Sweat und so. Das waren so die Koryphäen. Also geprägt natürlich durch meine Geschwister, eher meins. Und tatsächlich, du hast auch ältere Schwestern? Ja, ich habe eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Und eine kleine Schwester. Und die sind, also wir sind... 4 bis 6 Jahre im Unterschied und die waren halt eher Richtung Black Music und ne, so die 90s R&B, wie es so schön heißt, ne, diese Herzschmerzmusik. Ja. Das war eher meins und dann halt Richtung Pop. Ich bin auch gebe ich auch immer gerne zu, ich bin Team NSYNC, nicht Team Backstreet Boys. durch die Nachtgastronomie bin ich dann von den konstanten Charts, Popmusik und ich sage jetzt mal ganz gemein Mainstream, dann umgeschwungen auf, ich höre mal lieber meinen Krach. Ah ja, okay. Als Gegenpendant zu meinem Wochenende. Ja, so ein Gegenpart dann. Genau, ja. Ah, okay.
Und bei dir war dann der Gegenpart dann die Mainstream-Musik oder wie? Ja, so ungefähr. Ach krass. Ja, es haben ja immer mehr kleine Konzerte damals im Multikult stattgefunden, so klein, von kleinen Punkbands und sonst was. Und da habe ich auch Live-Musik für mich entdeckt. Und da bin ich einfach hängen geblieben halt. Ne? Ich brauchte halt die Gitarren, ich brauchte Schlagzeug, ich brauchte einfach diese richtigen Instrumente halt. Und dann konnte ich mit Popmusik eine Zeit lang gar nichts mehr anfangen halt. Ne? Ich war damals Team Backstreet Boys, da wollte ich noch drüber reden. Das war meine erste LP. Das ist so ein bisschen wie bei Seko und Baby. Tupac und BLG. Ja, das war meine erste LP, das erste Album von denen. Das war so mitgefahren mit Gang. Das war mein erstes Album, was ich gekauft habe. Und dann, ja, irgendwann wie geil. Rockmusik, immer noch Rockmusik. Geil. Ja. Was war denn das erste Konzert? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Oh Gott. Was war dein erstes Konzert, Tanja? Erzähl mal. Britney Spears. Ich bin ein bisschen neidisch. Also früher, doch, ich bin jetzt, Jochen, der hier sitzt, ja. Bin ich ein bisschen neidisch. Früher, als sie halt ihren großen Erfolg hatte, war das überhaupt keine Musik für mich. Also gar nicht. So, ne, da war das mir viel zu Plastik-Pop-mäßig. Aber jetzt muss ich sagen, verstehe ich auch Benny oder so, der dann sagt so, ey, die musst du mal gesehen haben. So, ne? Also da muss man mal hin und dann, die muss man mal so diese Show gesehen haben. Das so. Ist es halt. Ist halt ein Popstar. So. Das ist es halt. Es war damals 2001, das war während der Expo halt, da hatte sie ja einen Auftritt in Hannover gehabt. Okay. Und dann sind wir hingefahren mit dem Zug mit ein paar Leuten und ich war sehr enttäuscht. Also ich mochte, was heißt ich mochte, ich habe die gehört, man ja. Kam ja nicht drum rum und sie hat halt nicht live gesungen. Sie hat eine super Show, keine Frage, mit Pyrotechnik, ja. Tänze und sonst was, aber da hätte ich mir auch die CD anhören können halt. Da war ich ein bisschen enttäuscht und das war für mich so, nee. Okay. Deins? Ja, Konzerte waren für mich erst seit ein paar Jahren erst ein Thema, sagen wir es mal so. Und mein allererstes Konzert war 2016, ja, no tatsächlich ja, 2016 Nein. In Dublin. Okay. Beyoncé. Also ich habe mir gedacht, so, ich lasse mir ein paar Jahre Zeit und raste komplett aus. Und wo du gerade beim Mic Drop bist, ich war im Gold Circle. Ich habe 3 Meter vor ihr gestanden. Ach krass. Wenn man sich gönnt, dann gönnt man sich. Geil. Und, also war auch richtig gut. Also wenn man bedenkt, dass diese Frau jetzt nicht gerade sehr groß ist und sie nur durch die Boxen ein ganzes Stadion, Fußballstadion mit ihrer Stimme füllen kann. Ja, bis heute ist es immer noch so, wo ich mir denke, wow. Ja, ja. Naja, also beeindruckend. Ja. Ja, finde ich auch. Also und danach Schlag auf Schlag, Metal-Metal-Metal-Metal-Konzerte. Ja. Danach waren es nur noch Metal-Konzerte. Krass, dass das so lange gedauert hat, ne? Ich war nie so ein Freund von tatsächlich, also von Menschenmengen und Live-Musik. Das war nie meins. So, hier, klar, die kleinen Frühlingsfest und sowas hat man ja immer mitgemacht, die Live-Bands und ähnliches, aber das war da so ein Jetzt-oder-Nie-Ding. Ja. So, once in a lifetime, komm. Du hast Möglichkeit, die Karten zu kriegen und dann machst du halt auch den Trip draus. Ja, 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 okay. Aber es war nie so den irgendwie so ein Push, dass man gedacht hat, so, boah, das würde ich auch gerne mal machen. Nein. So, beides nicht. Irgendwie. Keiner möchte mich live singen hören. Ja, nein, man kann ja auch ein Instrument spielen oder irgendwie sowas. Oder. Ich habe Taktgefühl, aber so, ne? Ja. Schlagzeug kann ich spielen ein bisschen, ja. Ja. Das kann ich ein bisschen Schlagzeug spielen. Schlagzeug und Gitarre. Vielleicht macht ihr mal eine Band. Ach, total. Nee, ich stehe gerne im Hintergrund. Also ich mache ja viel Künstlerbetreuung in Paderborn und ich stehe gerne eher im Hintergrund und betreue und organisiere ein paar Sachen. Und jeder soll sein Ding machen halt, was er kann. Ja, ja, klar. So, okay, musikalisch ging das dann so weiter. Jetzt habt ihr ja beide im Safo gearbeitet. Mhm. Genau. Represent. Shameless plug. Ja, genau. wie ist es dazu gekommen? Oh, ja, wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal bitte ein bisschen. Ich glaube, du hast ja auf jeden Fall länger da gearbeitet. Vor Larky sogar. Vor Larky? Ja. Also im Grunde hast du den Laden aufgeschlossen. Nein, das gab es ja vorher schon. Ich habe mit 19 da angefangen, 2005 glaube ich war das. Mein bester Freund Adrian hat da schon gearbeitet und war da als Stammgast immer wieder. Also jedes Wochenende und dann hatten sie irgendwann so einen Aushang, die suchende Thekenkraft. Dann bin ich halt zu Georga gegangen, die da war und Left Harry. Mhm. So, da bin ich. Ja, einen Tag später war ich drin. Einen Tag später habe ich war ich dabei halt. Ne? Wie waren damals die Öffnungszeiten? Wir hatten ja diese 3 Ebenen, oben die Spilo, also wo ich meistens war. In der Mitte, wenn man reingegangen ist, war ja die Kneipe. Die ging meistens einmal um 8 Uhr geöffnet. Mhm. Erstmal die Kneipe
Oben war nicht besetzt, unten war nicht besetzt, da hat man noch Tischbedienung gehabt. Da musste man auch eine Schürze tragen. Also es war sehr, also es war bei Görge ganz wichtig halt, ne? Ach krass. Und da haben wir erstmal die Kneipe aufgehabt, bis, ja, die war als erste auf um 8. Dann kam um 10 die Spiele, das war meine Schicht oben, ja. Oben dann den Bereich aufgemacht, um 11 ging unten die Disco los. Und welche Tage wurden geöffnet? Also was ich weiß, war ab Donnerstag halt. Ah, ne? Ja. Wir hatten Donnerstag, Freitag, Samstag geöffnet, Donnerstag bis 4 Uhr und Freitag und Samstag bis 5 halt. Ne? Krass. Und dann kam irgendwann mal Larky, also als er das übernommen hat. Und irgendwann mal kam, wir hatten halt unsere 5 Resident-DJs und irgendwann mal kamen noch andere DJs dazu. Also Gero hat damals den Start gemacht mit dem Mittwoch, Studi-Mittwoch war das, ja, mal durch Soulstorm und dadurch kam diese ganze Entwicklung. Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dass Gero quasi ein Mixtape als Bewerbungs-CD abgegeben hat oder so, ne? Habe ich zu Hause die CD. ich finde das ja irgendwie ein bisschen strange, ne? Weil, also, natürlich kann ich meine Lieblingsmusik zusammenstellen. Also, jetzt würde man ja, aber es würde im Grunde ja reichen, ich mache eine Spotify-Playlist, schicke dem Clubbetreiber meine Spotify-Playlist, weil. Ob ich das am Rechner wirklich computermäßig zusammengeschoben habe und gar nicht live gemixt habe oder so, ist ja immer so eine Sache. Und ich finde auch, was für ein Typ ist man als DJ? So, ne, das ist irgendwie, also irgendwie finde ich das strange, so eine CD abzugeben. So, ne? Nee, die wurde ja gar nicht abgegeben, die habe ich ja direkt übernommen. Und ich glaube, die hat keiner, die hat Larky, glaube ich, bis heute nicht gehört. Die habe ich zu Hause. So? Nee, die. Ach so. Ich habe gedacht, der soll was mixen. So. Der soll irgendwas mitbringen halt, na, weil ich wollte unbedingt, dass Gero da auflegt. Du warst also die Besetzungscout. Also du warst diejenige so, nein. Nein, Gero. Nein, tut mir leid. Nee, so war es nicht. So, nee. Der Kontakt kam, also ich habe das mit zwischen den beiden ein bisschen vermittelt. Das war ein Abend und ich werde es vergessen, die waren oben in der Spiele, er hatte die CD dabei, die habe ich dann irgendwann gehalten und habe ein bisschen gehorcht, na, wie läuft das zwischen den beiden? Und ich glaube, die haben erst gekickert oder so, ne? Ah, ja, ja. Und die CD wurde gar nicht nie angehört. Also die kamen dann ins Gespräch, was für Musikrichtung, okay. Was man sich so vorstellt, was für ein Abend sich entwickeln kann. Also dann war ja Soulstorm, wurde ja ins Leben gerufen. Ja. Ja, die CD habe ich. Geil. Die behalte ich auch. Das war ja aber auch, ne? CD ist heutzutage nicht mehr das Ding, aber wann hat Gero angefangen? Ja, ja. Da gab es ja keinen Spotify. Nein, streamen konntest du damals ja nicht. Die DJs kamen doch damals mit CD-Koffern, die ganzen DJs. Also die kamen da wirklich so mit großen Koffern. Ja. Und wir hatten halt damals nur CD-Player, da war ja nichts Großes halt, ne? Ja. Boah, ey, und bei dir? Du bist dann? Alles Tanja schuld. Oh. Alle Angaben ohne Gewähr, Tanja ist schuld. Nee, ich hab damals in einem Club in Lippstadt gearbeitet und habe dann da auch irgendwann aufgehört, weil es halt einfach Anfahrt und alles drum und dran war. Also du hast aber schon in Paderborn gewohnt. Ja, ich bin zwar nicht gebürtig, aber mein ganzes Leben lang in Paderborn schon gewesen und bin Paderbornerin und bin dann an den Wochenenden immer nach Lippstadt gependelt. Mhm. Okay. Und dann war das auch irgendwann zu viel, Uni, Arbeit am Wochenende und dann das Hin- und Her-Pendeln. Und dann haben Tanja und ich irgendwann mal drüber geredet und meinte, ja, du komm ins Saffo. Du bist doch Nachtgastro-Mensch und Clubgastro kannst du auch, komm ins Saffo. Und es hat sich ein bestimmter gewisser, nicht jetzt gerade nennen wollender Herr, geweigert. Er wollte mich nicht haben. Fängt das mit L an? Es fängt mit L an und hört mit Aki auf. Zweimal. Er wollte mich nicht haben. Er hätte Tanja immer gegenüber gesagt, brauchen wir nicht. Ja, nee, wollen wir nicht. Und dann... du standst noch vor der Theke, werde ich nicht vergessen. Genau, und dann hatten wir... Entschuldigung, ich muss gerade reingrätschen. Dexter ist auch da. Hallo! Und der fragt, welcher Club im Lippstadt war es? Der Königshof. Königshof, okay, und zwar bei der Neueröffnung... keine Ahnung, wie viel der neue Eröffnung. 2012 habe ich in Königshof gearbeitet. Genau. Gerade als sie aufgemacht haben. Neueröffnung. Ja, du, die haben ja, das war ja Königshof, dann war es, glaube ich, über Nacht und dann war es wieder Königshof und da war ein riesen Hickhack hin und her. Und ich habe da von Start bis die ersten 3 Monate als Theke und Kasse gearbeitet. Mhm. Und danach Promo noch für die gemacht. Dann habe ich im Saffo angefangen, wie gesagt, also Larky, ne? Also ich habe im Nachhinein noch erfahren, dass alle anderen eine Probeschicht hatten, anscheinend. Ich bin direkt zur Dienstplanbesprechung gekommen. Ah. Das war dann wahrscheinlich so dieses, ich habe zweimal Nein gesagt, dann nehme ich sie direkt rein. Ja, und dann hat er mich irgendwann nicht gehen lassen. Ach, krass. Jetzt kann ich, normalerweise sitzen ja hier Menschen, die irgendwie ein Faible haben für das Musik erstellen, machen, komponieren oder als DJ irgendwie das machen oder so. Was war denn euer Antrieb zu sagen Nightlife und Nachtgastro? Also war das in erster Linie erstmal Geld verdienen und eine Möglichkeit oder habt ihr auch so
Bock auf Nightlife gehabt oder so? Oder wie war das? Also Mein bester Freund hat ja damals schon im Safo gearbeitet und wir haben jeden Job immer zusammen gemacht. Ah. Und dann saß ich halt vor der Theke. Und meine Eltern sind Gastronomen. Ich kenne das halt, ich bin damit aufgewachsen halt. Ja. Und für mich war das überhaupt keine Arbeit halt. Ich dachte mir, ob ich jetzt vor der Theke trinke oder hinter der Theke. Und dann war ja. Dann verdient man sogar noch Geld, ne? Ja. Ja, ja, ja. Und es war einfach, es war jetzt kein großer Unterschied für mich. Es war für mich, ich kenne das halt nicht anders halt, ne? Mhm. Und ja, das war so mein Antrieb. Ja gut, irgendwann hat man immer mal seinen ersten Gastrojob, ne? Bietet sich ja an, ob es jetzt bei mir war, Läufer auf dem Schützenfest. Ah, okay. Und dabei liebe ich Schlagermusik, ja. Ja, super. Ja. Nee. Das war mir neu. Also mein innerstes Geheimnis ist, ich liebe Schlagermusik nicht. Da angefangen und dann zieht sich das durch. Also entweder bist du ein Gastromensch und hast da wirklich Bock drauf oder du sagst, okay, ich mache das halt des Geldes wegen. Mhm. Es passt halt am Wochenende. Bin ich völlig bei dir. Ja. Weil ich glaube, für Gastronomie musst du wirklich auch geboren sein. Weil das ist so ein hartes Brot. Also wirklich, man sieht natürlich dann vielleicht von außen, denkt man immer so, ah super, der Laden ist voll und so, aber was vor der Schicht und auch nach der Schicht dann noch gearbeitet werden muss und so, Wahnsinn. Also da muss man wirklich Herzblut für haben und das, ansonsten funktioniert das nicht. Also ich kann mich dran erinnern, hier Pizzeria Europa im, wo sitzt, wie heißt die Straße? So eine Parallelstraße von der Detmolde. Ja. So da, ne? Mit dem hatte ich ein bisschen zu tun, war früher mal in der Disco und da haben wir auch miteinander getanzt und so. Und dann haben wir auch mal darüber gesprochen. Und er sagte dann auch so, ja, für die Gastro musst du anscheinend irgendwie so ein bestimmtes Gen haben oder musst du für geboren sein oder so, damit du da irgendwie wirklich lange über lange Zeit Spaß dran behältst. So, ne? Ja. Ja. Ja, krass. So, okay, also so seid ihr ins Safo gekommen. Mhm. So, und dann war Lucky, genau, also du warst schon vor Lucky schon da und hast da gearbeitet. Also hast du Lucky eingearbeitet oder wie? Nein, auch total unangenehm. Also, sorry Lucky. irgendwann taucht er auf, also er hat noch nicht gearbeitet und sprang hinter meine Theke. Da waren 3-4 Leute vor der Theke und stand da und dachte, wer ist das? Ne? Ach, du kanntest ihn? Ich kannte ihn nicht, ich wusste nicht, wer das ist. Und dann meinte er so 1, 2, 3, 4 und hat mich 5 gesehen. 50 Kilo Gold. Und ich so, ey, wer bist du, ne? 3 von denen, ja, ist der Sohn von der Chefin. Und ich dachte mir so, okay. Und ich habe noch eine Schürze getragen. Habe die Schürze, habe jetzt okay, bevor ich gefeuert werde, ich kündige. Ich wusste nicht, wer das ist. Also, Lucky kannte man vorher halt. Hatte er auch damals schon so volles Haar? Oder hatte er noch Haar? Unverändert. Also, er war immer, okay, war immer so, wie gut. Jetzt, so wie er ist, so kannte ich ihn halt. Dieser Mann Haare hat, ist Hörensagen. Hatte. Das ist Hörensagen. Nee, ich habe keiner ein Foto. Hat ihn mit Haaren. Ja, 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 aber Photoshop ist heutzutage so ein Ding. Nee, das ist kein Ding. Photoshop, das ist ein Originalfoto. Das habe ich gemacht, ja. Alter. Ich höre ihn schon rufen. Schola! Sorry. Also, okay, also so hast du dann Lucky so habe ich Lucky kennengelernt. Irgendwann hat er natürlich den Laden übernommen. Ja. Und war ein Generationswechsel halt, ne? Was auch super dem Laden gut tat halt. Ja. Ne? Ja. Und dann kamen immer auch neue Ideen und neues, was heißt neues Konzept? Wir haben uns ja nicht viel verändert damals halt. Ne? Man hat sich dementsprechend angepasst, auch mit dem Publikum und worauf wir Lust hatten, worauf vor allem Lucky Lust hatte. Mhm. Wir alle halt als Einheit und mega. Ja, ja, ja. Also ich war früher natürlich als als Erwachsener, irgendwie junger Erwachsener, war ich öfter mal im Safo. Da war das damals halt vor diesem Umschwung, war das aus meiner Sicht ein Kommerz, also irgendwie so eine Mischung aus Pop-Rock, so würde ich sagen, war das so ein Laden. In Paderborn war es eher als der Rockladen bekannt, so, ne? Wo man irgendwie Rockmusik gehört hatte und so. Wird dem nicht ganz gerecht. Markus Korte war ja auch hier und Markus Korte kann zwar Rockmusik spielen, aber der spielt halt auch andere Sachen und ist auch für andere Musik bekannt. Und von daher ist das nicht ganz richtig so, aber irgendwie so wurde es wahrgenommen von außen irgendwie. Und das hat sich ja dann durch Lucky und vielleicht dann eben auch maßgeblich durch Gero und seine Kontakte, die er so geknüpft hat, natürlich dann nochmal verändert. Was mir immer super positiv aufgefallen war, als ich als Gast im Safo war und dann zu der Zeit, wo ich dann eben auch als DJ da gearbeitet habe, dass der Laden sich eigentlich nicht groß verändert hat. Also baulich ja, konnte er sich im Grunde nicht verändern, ne? Aber auch so war das irgendwie, für mich war das immer so ein bisschen wie so eine Zeitreise. Also ich bin da hingekommen und irgendwie
Ja, dann ist es halt 20 Jahre später oder 15 Jahre später oder so, aber der Laden ist eigentlich immer noch derselbe. Der Keller ist immer noch das dunkle, schwarze Loch, ja, ne, wo man irgendwie den auch im Hellen eigentlich nicht sehen möchte. Nee. Man auf die Toiletten wollte man unten auf keinen Fall. Ne, so, besonders wahrscheinlich nicht als Frau. Ich vermute ich mal, war es dann. Nee, genau. Ne, und genau. Ein Hoch aufs Personalklo. Ja. Ja. Wenn die Tür, wenn die Tür funktioniert hat. Entschuldigung, ich gehe mal eben kurz aufs Klo. Tanja, Xenia, aufpassen. Xenia, ne? Ja, ja. Halt mal die Tür zu. Ja, ja. Krass. Ja. Ja, und das fand ich echt das Herausragende, dass es irgendwie so eine Anlaufstelle war und das so über so eine lange Zeit, also über so einen langen Zeitraum, dass es einfach eine Anlaufstelle war für Nachtleben in Paderborn und es war vielleicht jetzt nicht der mega coole Underground-Schuppen, wo man nur die Independent-Sachen gesehen hat oder so und so, aber es war von im Vergleich zu den anderen Ausgehlokalitäten, die man so hat in Paderborn, war es auf jeden Fall der ein sehr entspannter Laden. Also zweites Wohnzimmer. Das war ein zweites Wohnzimmer. Wir waren ja als Team, wir haben uns ja nicht nur als Thekenkräfte gesehen, sondern auch die DJs, also die da aufgelegt haben, die Tür, also die Türsteher, die die Kasse gemacht haben, die Gläserjungs, wir waren ja im Prinzip eine Familie halt. Also wir haben immer zusammengehalten, wir hatten jedes Mal Spaß hinter der Theke und das hat man auch dem Publikum auch anmerkt. Die haben gesehen, okay, wir haben Spaß, die haben Spaß halt. Und das hat man auch am Personal gesehen. Ich habe das ja all die Jahre mitverfolgt und so, dass es wirklich teilweise echt konstant geblieben ist. Es sei denn, einer hat fertig studiert, es waren meistens Studenten, die dann weggezogen sind, aber wir sind immer konstant geblieben halt, ne? Von der, vom Chef, von Lucky bis hin zur Reinigungskraft, denke ich mir auch, ne? Mhm. Und das hat man uns auch das hat man auch bemerkt halt, dass es, dass wir alle Bock haben halt, ne? Egal was war. Auch wenn es schwere Zeiten waren halt. Ne? Ja. Wie beispielsweise der Brand und so. Ja. Wir haben der? Die. Ja, ja, ja. Ich rede nur von einem. Nee, aber wir haben, man hat zusammengehalten. Das macht diesen Laden halt so aus, weil es im Prinzip ein zweites Wohnzimmer für alle war. Ja. Für Lucky, für Left Harry, für Georga, für uns alle halt. Ne? Ja. Ja, ja, aber auch für die Gäste vor allem. Also wie viele Leute von aus meinem persönlichen Freundeskreis jetzt zum Beispiel, in Safo konntest du auch alleine gehen. Hm. Ja. Du brauchtest nicht deine Entourage, du brauchtest nicht eine Clique, mit der du gegangen bist. Du hast immer irgendwen getroffen, den du auf der Tanzfläche, hinter der Theke mal ganz abgesehen, aber den du auf der Tanzfläche kanntest. Hm. Es war immer irgendwer da, mit dem du dich hattest connecten können. Sei es du jetzt, ich habe Freunde, die sind mich besuchen gekommen, aber ganz alleine. Hm. Und haben dann auf der Tanzfläche andere Freunde getroffen. Das war immer so Knotenpunkt. Deswegen ja dieses zweite Wohnzimmer und es war vollkommen egal, wie du angezogen warst. Du hattest keinen Dresscode und das ist auch tatsächlich echt wichtig manchmal. Dass du einfach, wenn du gerade nichts zu tun hast, keine Lust hast am Wochenende und dann hast du Bock rauszugehen und dann war es so, Safo, kannst du kommen, wie du bist. Ja, 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 ja. Das fand ich auch das Geile und für mich auch aus DJ-Sicht war auch das Besondere, dass selbst wenn ich mal Musik gespielt habe, wo ich gedacht habe, so, boah, kennen die wahrscheinlich jetzt nicht. Dass aber dann vielleicht nicht die Bombe geplatzt ist, aber dass trotzdem das Publikum da in dem Laden irgendwie offener war. Also ich hatte immer das Gefühl so, du konntest da halt auch mal Sachen ausprobieren und konntest halt auch mal die Abzweigung nehmen und konntest mal eine andere Nummer spielen und irgendwie so. Ne? Und das war immer total geil. Also das hat mich echt richtig angemacht. Und deswegen war ich immer sehr, sehr, sehr froh, wenn ich da auflegen konnte. Ne? Und war dann irgendwie auch immer so ein bisschen, war das wie so ein Ritterschlag für mich auch, wenn Lucky mich dann angeschrieben hat, so mit, ey, wann hast du freie Termine? Es war immer so, er hat mich gefragt. So, ja. Also es ist ja aber auch unglaublich toll, auch heute noch dir beim Auflegen zuzugucken. Ja, danke. Also ne, es macht ja auch Spaß. Ja. Es macht ja auch wirklich, ob du jetzt auf der Tanzfläche stehst, ob du hinter der Theke stehst. Mhm. Es ist ja nicht nur die Musik, die du hörst. Es ist ja auch die Art und Weise, wie der DJ hinterm Mischpult dann diese Musik rüberbringt. Mhm. Mit deiner Energie und du bist einer der wenigen, wo das wirklich extrem auffällt. Das ist so, boah, Jochen hat Spaß. Das wird ein richtig, richtig guter Abend, weil Jochen hat Spaß und das wird richtig witzig. Ja. Manchmal hatte ich Angst um dich, weil der Mischpult nicht relativ viel Platz hatte, wenn du umgeschäkert hast, weil ich dachte mir, die Wand steht, die Wand ist hinter dir, die Wand ist da, ich dachte mir, irgendwann wirst du den Kopf einhauen, ne? War mal kurz vor knapp, aber du hast die Wand nicht getroffen. Ja. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, das fand ich echt lustig. Also auch im Safo gab es natürlich Musikwünsche und auch im Safo gab es natürlich Leute, die behämmert und behindert waren. Also, ne, wo man das Gefühl hat, so ey, ne, aber mir fällt gerade eine Geschichte ein, da kam eine Frau zu mir und meinte dann irgendwie so, das war auch im Safo,
Entschuldigung, ne, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, ne, aber die Musik ist echt scheiße. Und ich gucke mich so um, so, ich bin der einzige DJ hier. Wie soll ich das nicht persönlich meinen? Das ist so. Und aus solchen Gründen standen wir dann, wenn wir Zeit hatten, auch gerne mal mit den DJs im DJ-Pult, um dann, ja, wie bitte? Ah ja, die und da, ja klar, ich frag ihn, schüttel bitte den Kopf. Ja. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Dann hast du mit den Gästen geredet und dann hast du dich umgedreht und sagst, tust du mir bitte den Gefallen, schüttelst du mir jetzt mal eben ganz schnell den Kopf? Ja, okay, cool. Alles klar. Nee, hat er leider nicht. Genau. Ist nicht dabei. Hat das war so total so, ob ich deren Schrift nicht lesen konnte. Ich dachte, nee, ich habe meine Brille nicht auf. Zettel. Ne? Ja, ich lege das mal hier hin, der wird schon lesen. Und dann, ich habe was drüber gekippt, sorry. Ah, so. Oh, so ist es runtergefallen. Ja, oh, das genau. So es ist so dunkel hier. Ja, aber das war echt krass. Ey. Ja, jetzt mal, was ist denn mal, jetzt fangen wir erst mit den negativen Sachen an, was ist mal so doofes passiert. Du hast es eben ja schon mal angesprochen mit dem Brand. Das war natürlich eine krasse Sache, ne? Irgendwie noch irgendwas, wo man das Gefühl hatte, so boah, ey, das hätte man sich eigentlich auch sparen können. Also du hast ja diese üblichen, klar, überall da, wo Alkohol fließt, fallen die Hemmungen weg. Hm. Und dann steigt natürlich auch das Aggressionspotenzial. Also während meiner Zeit tatsächlich das Einzige, wo ich echt dachte so, wow, das war, da hat ein Kollege von uns einen Schlag abbekommen. Und ganz knapp auch am Städtisch vorbei und wenn du dann so im Nachhinein drüber nachdenkst, blutend durch die Theke gelaufen, Krankenwagen, ach, Polizei, Scheiße. Security etc. pp. Dieses Blut aufwischen. Wenn dir im Nachhinein dann auffällt, so, das hätte auch nicht nur eine gebrochene Nase, sondern tatsächlich viel, viel schlimmer sein können. Ja. Oder ein Dominik, der Städtische runterfällt, ne? Enough said. Aber ansonsten... Ich finde, das einzige Negative, was ich hatte, war immer, ich mochte die Zeit, die Weihnachtszeit halt, wenn die Leute vom Weihnachtsmarkt kamen und man hat die Theke aufgemacht, man hat alles fertig gemacht und sonst was. Und dann Laki hat halt so ein Problem, der kann gewisse Sachen, Substanzen, die aus dem Körper rauskommen, nicht sehen oder riechen oder sonst was. Ah, ja. Mir macht das ja nichts aus. Und ich hatte gerade meine Theke auf und dann... war der erste schon, ich dachte, das ist doch gerade 10 nach 11, das kann doch nicht wahr sein. Das war so die, es ist so heute so die Zeit, wo ich dachte, so Weihnachtszeit, die Leute kommen vom Weihnachtsmarkt, vertragen kein Glühwein und dann wollen sie noch weiter bechern. Ja, das wurde die einzige Zeit, wo ich dann so, oh. Das ist dann bestimmt die Bori dann auch manchmal anstrengend gewesen, ne? Weil auch. Da wart ihr dann ja auch quasi, ne, die... komplette Woche, bis auf zwei Tage halt Sonntag auf. Und Montag hatten wir zu, dann waren wir auf. Dienstag bis Samstag. Aber es ging halt, also Libor ist auch so mein Fest, das liebe ich auch abgöttisch. Und ich bin ja auch ein Weihnachtsmann, Joes nicht, aber es war so das Glühwein, die haben noch eine Pizza gegessen. Mm. Und dann denk ich so, waren die Street-Pizza. Ja, und dann immer, wenn Laki kam und allein schon sein Gesichtsausdruck so, und dann so, oh Gott, wo genau halt, ne? Ja, gut, aber Libori waren die tatsächlich, trotzdem, dass es Libori war, waren die echt super entspannt. Drin, ja? Und so, hallo, Laki! Genau. Chef, Nebelmaschine. Ja, stimmt. Eismaschine ist ausgefallen. Wir haben viel zu wenig Nebel hier. Ich habe die Fernbedienung zu Hause. Ehrlich? Ja, sicher. Ich habe okay, deswegen kein Nebel. Eismaschine ist ausgefallen. Kannst du mal eben gucken? Geh mal zu Tank, hol Eis. Die Klos laufen über. Dominik, das Waschbecken ist abgefallen. Wir haben die doch abgeschlossen. Das Waschbecken ist abgefallen? Ja. Gab's mal. Ja. Libori. Ja. Eine der Schichten, ich war in einer Kneipe und ich weiß nicht warum, das war anscheinend so ein neuer Fable, die haben die Waschbecken abgetreten oder abgerissen, keine Ahnung. Toilettenbrillen waren weg. Ja, bei den Herren halt. Und irgendwann sehe ich nur, wie Dominik dieses Waschbecken in der Hand hat, die Treppe runterkommt, mich anguckt und sagt, das Ding hat jetzt Hausverbot. Und auf die andere Straßenseite geht es ihm so, also das ist gerade passiert, okay. Deswegen, also... Dominik, Waschbecken, ne? Ach, krass. Das war auch ganz komisch. Also ich glaube, ich weiß bis heute nicht, alles, was nicht nied- und nagelfest war, war weg. Ja. Wie viele Salzstreuer weg waren. Teilweise die Aschenbecher sowieso, ne? Ja. Und das war der Wahnsinn. Klobrillen. Türen wurden also, ausgehängt. Ja. Die haben alles gemacht. Die alles. Was du nicht machen konntest, haben sie gemacht. Krass, ne? Da ist es so, dass sie in der Wendeltreppe geraucht haben, war schon so Standard. Ja. Aber wir hatten ja auch eine Dame, die meinte, sie die Wendeltreppe wäre eine Toilette. Hatten wir auch. Au. Diverse körperliche Aktivitäten, die vielleicht nicht in Diskotheken stattfinden sollten, hatten wir alle auf der Tanzfläche. Es gibt ganz viele Safo-Kinder.
Ehrlich? Definitiv. Nach Feierabend plötzlich Gäste, die eine halbe Stunde später, nachdem alle schon raus waren, dann auf einmal Toilette. An dir vorbeilaufen und du denkst so, wo kommst du gerade her? Oh nee, ich muss nach Hause. Ach so. Es war immer so lustig nach Feiern. Habt ihr die Toiletten kontrolliert? Das war so ein Stand. Ja, haben wir. Keiner hat es wirklich gemacht. Erst war manchmal die Türsteher. Die Türsteher haben es gemacht. Ja, wir dachten, ja, haben wir gemacht. Und nach dem Motto, wir wollen nach Hause. Ne? Ja, ja. Und dann kamen die immer teilweise so vereinzelt aus den Toiletten. Ich so, ja, okay. So, dann, du sitzt da ja noch. Ne? Normalerweise sitzt du da auf ein Bierchen oder mehr. Da wurde mehr. Doch auch immer ein Barhocker wurde doch immer. Genau, die, ja, der Barhocker wurde in die Tür gehängt, damit wir nicht an- und auf- und abschließen mussten. Ja. Und ja, und dann hatten wir einen Abend, das war, müsste halb sechs, kurz vor sechs gewesen sein. Kam ein Mädel von oben aus dem Klo und ich denke mir so, du weißt schon, dass wir Feierabend haben. Ja, nee, ich muss nach Hause. Also, dessen bin ich mir bewusst, ist okay. Aber dann kam fünf Minuten später der Typ. Ach, krass. Auch noch aus dem Klo und ja, Hose noch vor. Auf. Nee, der hat gefeiert. Der hat Moment. Gefeiert. Hose auf, oben an der Treppe und steht da. Der hat also, gefeiert ne? von uns. Wir haben alles Mögliche schon erlebt. Alles Mögliche schon erlebt. Ah, krass. Ja, wie gesagt, Sapho-Babys, ne? Gibt's einige, definitiv. Ach, krass. Ich habe ja heute dieses wunderbare T-Shirt von euch geschenkt bekommen. Da stehen ja ganz viele Partys hinten drauf, so, ne? Das fand ich eigentlich auch das Geile, dass man irgendwie sagen konnte, man hat eine Idee von irgendeiner Musik oder, also ich weiß noch die ersten Bilder von This is Sparta, wo dann die Türsteher in diesen Sparta-Kostümen da, ja. Alter, wie geil war das denn bitte, ey. Und dass man so einen Quatsch eigentlich dann machen konnte und dass Laki dann eben als Chef da auch Lust zu hatte, mal sowas auszuprobieren, ne? Weil... Da kann man ja auch, er hätte ja wahrscheinlich auch ganz konservativ sagen können, ey, welche Musik wird gerade gespielt? Ja, okay, die und die, ja, suchen wir mal einen DJ, wie oft kann der? Viermal im Monat, super, da haben wir einen DJ und dann noch einen Ersatz-DJ und dann Mainstream bitte. So, ne, Zentralstation, es sind eh immer Leute da. Also ich glaube, dass das eben auch für mich auf jeden Fall eine Besonderheit war, dass es wirklich mal Sachen ausprobiert wurden. So. Ja, das war echt... Es war alles bunt gemischt von Dirty Donnerstag bis damals hier die Karl Party, die ist ja legendär gewesen, die zwei, dreimal die Stadt gefunden haben, ne, wo Spank wir gerade hier halt, sitzen. Ne? Peng Peng und Doggy Star, also wir hatten ja zig verschiedene Partys, also wie du das jetzt mit dem T-Shirt angesprochen hast, also ich habe hier hinten, das ja hinten alles aufgeschrieben und habe auch die Leute angeschrieben, als wir das T-Shirt gestaltet haben, ich so, ich werde doch irgendeine Party vergessen haben. Wir haben auch bestimmt irgendeine vergessen. Dann war mir das erst bewusst, wie viele Veranstaltungen wir hatten, verschiedene Unterschiede halt, ne? Und die Schwerpunkte, die teilweise gesetzt wurden und es war immer Stimmung, es waren trotzdem immer auch fast die gleichen Leute da, wir hatten auch so, wir haben halt Stammkunden gehabt, die waren egal was, Stammgäste, die waren immer da, die hatten immer Spaß, man sagt ja immer, okay, jetzt haben wir jetzt einen Elektroabend, das ist die und die Truppe. Ja. Gar nicht. Jedes Wochenende waren fast immer die gleichen da und immer ein bisschen bunt gemischt halt. Ne? Ja. Unser Klientel hat tatsächlich alles gefeiert. Selbst wenn es mal ein paar Tracks gab oder die 10 Minuten bei einem DJ, wo sie gesagt haben, das ist nicht meine Musik, trotzdem standen sie auf der Tanzfläche und haben das mit gefeiert, egal was du gespielt hast. Mhm. Bist du auf 2:30 und 3:30, ne? Puh, hör mir auf mit 2:30 und 3:30. Ja. Also du konntest die Uhr stellen im Sapho. Du konntest die Uhr stellen um circa 1:45. Genau. War der Laden, wenn es voll wurde, war der brechend voll. Ja. Und dann 2:30 und 3:30. Nachtbusse. Dann wusstest du, wer mit auf den Nachtbus angewiesen ist. Dann wurde es leer. Ah, krass. Und das war so wirklich so ein Zeituhr. Du hast echt gesagt, diese 2-3 Stunden hast du wirklich Stoßzeit. Ja. Und dann hattest du an der Theke und an der Tür, da hattest du auch Stoßzeit. Ja. Und dann war es so ganz schön spannend. Ja. So. Für mich war ja persönlich immer 4 Uhr meine Zeit, weil 4 Uhr war dann, vor allem wenn ich in der Kneipe war, war dann so, ich schließe mal eben mein Handy an. Ich mache jetzt meine Feierabendmusik. Das hat dann immer darin geendet, dass ich als Letzte meine Theke sauber hatte, weil dann war meine Theke voll. Weil ich habe dann halt meinen Krach angemacht und dann kam Personal, teilweise die Tür kurz rein und hat reingeluchst, so, oh, wer macht denn gerade Musik? Ja. Und die alten Sapho-Gäste, so, die das noch mit dem Rockschuppen verbunden haben, saßen dann auf einfach mal alle und dann warst du so, ja Schola, warum machst du so viel Krach? Umsatz. Und putzen. Umsatz und putzen, ja, aber das war so diese wirklich 3:30, 3:30, 4:30 war dann, da wurde es leerer
Und dann natürlich hast du versucht, um 5 Uhr die Leute aus dem Laden zu holen. Ich glaube, jetzt meine, wo wir uns ja so drüber unterhalten, ich glaube, in einer Gastronomie zu arbeiten ist das eine, aber ich glaube dann in einem Club, also wenn das jetzt, jetzt wenn wir Safro mal als Club bezeichnen, wenn man in einem Club arbeitet, ich glaube, da ist es schon von großem Vorteil, wenn man musikalische Affinität hat. Also wenn man irgendwie Bock auf Musik hat. Weil wenn man, und auch auf laute Musik. Also ich meine, wenn man jetzt unten in der Disco wirklich arbeiten musste, das war halt ja auch laut. Also so, ne? Die Stimmung der Gäste lebt davon, wie vor allem auch die Theke mit der Musik umgeht, die der DJ spielt. Ja. Also du hast es ja auch gesehen. Ich meine, wir haben ja, mein Gott, was für Spastiken hatten wir denn bitte hinter der Theke alles schon? Ne? Also wirklich von, keine Ahnung, Laola-Wellen bis hin zu Macarena-Tanzen und alles Mögliche. Also wir haben, ich habe teilweise hinter der Theke manchmal gefühlt mehr getanzt als gearbeitet, weil es dir nicht aufgefallen ist, dass du dabei am Arbeiten warst. Mhm. Dann hast du da deine 10 Bier aus dem Kühlschrank geholt, aber warst dabei eben noch mit am Rumwippen. Mhm. Und wenn du halt wirklich Spaß an der Musik hast, generell musikalisch interessiert bist, dann merkt der Gast das. Und jetzt im direkten Vergleich, ich meine, ich arbeite immer noch in der Gastro und es ist anders. Also wenn du mit einem Lächeln vielleicht noch 1-2 Zeilen von der Musik, die gerade gespielt wird, mit an den Gast gehst, dann freut er sich auf der Tanzfläche umso mehr. Ja, klar. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es für euch ist, wenn ihr dann seht, wie die Theke da am Rumspasten ist. Ne? Auf jeden Fall. Es macht halt schon Spaß. Absolut. Ne? Ich meine, ihr würdet hier nicht sitzen, wenn wir nicht darüber auch eine Freundschaft aufgebaut haben. Genau. So, ne? Also, und das wäre, wenn ihr die ganze Zeit immer nur so... Wir sind mit Jochen befreundet. Jochen hat gewusst, wir sind Freunde. Nein, aber ne, also... ja. Ne, das, ich habe mich ja wohlgefühlt und ihr habt mich beschützt und behütet und irgendwie dann auch versorgt. Und also von daher war das ja immer, ja, und also es war so ein Match im Grunde, ne, wo man dann das Gefühl hatte, das fängt natürlich dann auch für mich natürlich auch bei Lucky an, wo ich gesagt habe, ey, was für ein geiler Chef. Also und eben haben wir, oder habt ihr nochmal drüber gesprochen, dass ja die Kontinuität der Mitarbeiter liegt ja auch daran, wie der Chef die motivieren kann, dabei zu bleiben und so. Und ne, das ist ja gerade in der Gastronomie ja nicht unbedingt üblich, dass es so ist, dass man wirklich lange, lange Zeit mit den gleichen Leuten arbeiten kann. Und dadurch kommt ja wirklich so ein Familiengeräusch. Das könnte ein Gast sein, ein, der hier kommt. Ich muss mal kurz, ihr redet einfach irgendwas weiter. Ihr könnt eine schöne Geschichte erzählen. Okay, wie wär's, wenn wir jetzt einfach abhauen und er nicht merkt, dass wir abhauen, dann merkt keiner, Du springst aus dem Fenster, ich feder dich ab. Nein. Du federst mich ab, ich kann dich abfedern. Ich schwöre, ich fange mich auf. Ich fange dich auf. Okay, da ruf mal ihn einmal, mehr kommt wirklich, ne? Wenigstens etwas. Sonst guckt er ja nie. Der war doch gerade im Chat. Wer ist denn überhaupt im Chat? Ich weiß es nicht. Ich bin blind, ich sehe euch übrigens alle nicht. Es sind einige im Chat. Hilfe. Alles gut. Übrigens ist es alles Jochens Schuld, egal was jetzt gleich kommt. Ja. Jochen war's. Ist das schön, ne? Dominik! Ja. Hi. Bester Mann! Hallo. Boah, ist das warm. Ja, es ist ja auch unglaublich warm draußen. Genau, ich war gerade in der Ecke. Ach! Ah! Entschuldigung! Lucky ist da! Also diese Lache, wenn die keiner erkannt hat, ne? War ganz zufällig hier dagegen. Also wenn keiner diese Lache jetzt gerade erkannt hat. Du musst dich jetzt mal da auf die Lehne da. Zufällig dagegen, hab das Licht oben gesehen, dachte mir, da klingelst du mal. Ne? Ja. Und Dominik, komm! Lucky, setz dich hin. Safo Reunion. So. Chef. Also, ich kann ja mal kurz sagen, Lucky habe ich, nachdem wir das klar gemacht haben, sofort an dem Abend noch angeschrieben. Habe dann gesagt, so, ey, wenn du Zeit hast, ne, das wäre der Knaller, wenn du dann dazu kommst. Oh mein Gott, kannst. Ich habe gerade das Herz verraten. Und dann sitzt er bei mir im Laden und sagt nichts. Ich hatte schon ja vergessen. Aber hast du gerade gesagt, so wie er. Hast du gerade gesagt, dass er noch im Chat ist? Ja, ja, war er ja auch. Ja, aber so, am Handy wahrscheinlich. Du sollst doch nicht am Steuer sitzen und schreiben. Nee, ich habe unten gesessen. Also, ich glaube, wir haben... wir können ja jetzt noch mal eine Runde machen mit lustigen Geschichten aus dem Safo. Wenn ihr... Dann musst du ein Mikro. Boah, spontan, warte, erstmal. Hallo, Lucky. Ich habe gerade spontan keine. Also, wir haben ja einmal darüber gesprochen und ich fand das die geilste Geschichte. Die Dexter?
Die hat ja auch gerade am Schirm. Nein, mit den Krücken. Das fand ich einfach, diese Geschichte mit der Wunderheilung im Sappho. Ne? Jemand, der ja seine Krücken anscheinend da vergessen hat. Richtig, mit Krücken reingekommen und irgendwie gab es eine spontane Wunderheilung und ohne Krücken wäre rausgegangen, genau. Wunderheiler kannst du also auch in deinen Lebenslauf schreiben, alles klar. Ja. Was ich ganz lustig fand, war immer, wenn sie die Garderobe vergessen haben, eine Woche später, und dann kam die, ja, unsere Jacke vergessen. Ja, okay, lass mich raten, schwarze H&M-Jacke. Es war immer eine schwarze H&M-Jacke. Oder eine schwarze Jack and Jones. Größe M. Und wir hatten hinten halt, wir mussten ja irgendwann lagern, ich weiß nicht wie lange, 2-3 Monate teilweise. Das waren von den 300 Jacken 299. Ja, so einiges hängen geblieben, auf jeden Fall. So einiges liegen geblieben, die nicht abgeholt wurden teilweise. Blaue Säcke voll. Ja, auf jeden Fall. Die Beste ist immer noch, der Chef ist ein Drache, ich kann keine Jacken annehmen. Ja. Ne, Schola? Ja, Lucky, der Chef ist ein Drache, du darfst keine Jacken annehmen. wir haben uns schon einige Scherze geleistet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, schön, ne? Guck mal wie. Hi. Ne? Also ihr beiden müsst ja jetzt gleich auflegen. Ne? Die beiden haben das beide schon gemacht hier. Wir sind ja mal gespannt. Ne? Genau, genau. Ne? Lucky hat ja extra im Himalaya einen Workshop gemacht. Ja, weil der Mönch ihm ja auch den Workshop angeboten hat und uns eiskalt hat einfach ins... Nee, ich glaube, er war da schon proaktiv. Also ich glaube, er hat dann auch... gefragt und so und Dance gefragt, dann irgendwie einen Workshop zu machen und so. Nein, Dance ist auch nicht zugekommen. Siehst du? Nein. Das wird jetzt genau so festgehalten. Dance ist auf Lucky zugekommen und hat gesagt, ich helfe Lucky. Und uns wollte keiner helfen und hat gesagt, ja, fragt Jochen. Dominik hat uns ja vergessen. Ich habe so viele gefragt, die haben gesagt, ey, wir können dir das beibringen, aber Jochen ist der Beste, er wird dir das beibringen. Wir haben gerade einen Crashkurs gemacht. Hier Benny und Dexter, eine Reunion wollen die haben. Ihr kommt doch einfach mal, bitte. Kommt doch einfach mal. Hier, Benny, ist irgendwo nicht so weit weg, kommt einfach noch vorbei. Ja. Ich habe noch 2-3 Bier im Kühlschrank. Aber um 22.30 Uhr ist Feierabend, dass du Bescheid bist. So. Dann wird die Tür abgeschlossen. Ja. Was für Musik habt ihr denn so mitgebracht? Krach. tatsächlich sehr Hip-Hop-lastig. Halt, ne? Also ich habe, als ich die Playlist erstellt habe, also sie hatte ja ihre Wünsche gehabt. Ich habe sie gelassen. Ich habe mich ein bisschen ausgetobt, da habe ich echt festgestellt, dass Rock relativ schwer ist aufzulegen. Mhm. Also wirklich, Und ich höre auch natürlich auch ein bisschen Hip-Hop, so ist es halt nicht. Ne? Und dann ist das irgendwie... entstanden. Ja. Hat aber unfassbar lange gedauert, so Playlists fertig zu machen. Also ich hatte echt einen hohen Anspruch. Da hat Schola mit ihren... Ich wollte 3 Lieder. Ich habe meine 3 Lieder bekommen. Ja. Alles andere nach mir, die sind Flut. Sehr, sehr gut. Ja, ja, lasst euch überraschen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Extra für dich, haben wir ganz viel Gitarren. Wir haben extra für dich... Wir haben extra für dich ein Lied rausgelassen. Das habe ich noch gestern entfernt. Ey, liebe Leute, die Damen machen sich fertig. Wir trinken jetzt wahrscheinlich ein Bierchen, würde ich mal sagen. Und, wir stehlen uns dann, wie das DJs so tun, so mit verschenken hinter das DJ-Pult. Dominik. Und immer mit so einem... Oh, nee. Genau. So. Auf jeden Fall. Genau. Ne? Also, wir schalten um. Trinkt ihr. Ihr bleibt bitte dran und dann hören wir das wunderbare Set von Tanja und Schula.